Hey Leute und willkommen zu einem neuen Let's Draw von mir und heute okay, zeichne ready. Ich und heute zeichne ich was aus Erased. Und ja, mit dabei haben wir den Live-Anime, da mit uns ein bisschen ein Commentary führt über Erased. Ja. Fangen wir erstmal an mit der Story. Willst du ein bisschen über die Story labern? Dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Willst du anfangen oder soll ich jetzt über die Story labern? Ich soll jetzt. Fang du erstmal, dann kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Ja. Du bist aktueller, also ich habe das vor längerer Zeit geguckt. Ich hab's gestern fertig gehabt, so. Okay, ich muss das jetzt ja ohne zu spoilern machen, so. Also, wir haben halt auf jeden Fall erstmal den lieben Satoru, der halt die Hauptperson ist und eine mehr oder weniger merkwürdige Gabe hat. Und zwar kann er, wenn irgendwas halt passiert oder wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann kann er einen sogenannten Return machen, also einen Zeitsprung, ja, Zeitreisen, aber hör zu, es wird geil, es ist nicht das ganz normale Zeitreisen, was man sonst so denkt. Und ja, das wird halt dann erstmal vorgestellt, da war so ein Autounfall und das konnte er mit diesem B1 sozusagen machen. Aber dann war er mit seiner Mutter unterwegs und hat, es war wieder so, er hatte dieses Gefühl, dass jetzt ein B1 passiert, aber er wusste nicht wirklich, wo die Gefahr war. Also beim Autounfall hat er halt bemerkt, dass der Fahrer halt am Schlafen war. Aber auf diesem Parkplatz hat er nicht gemerkt, warum. Und bei dem Wiebern hat er dann festgestellt, dass er nicht so wie normalerweise, ein paar Minuten oder so zurückgesetzt wird, sondern ganze 15 Jahre. Und ja, seine Aufgabe ist es nun, das Verbrechen von einer Entführung in seiner Kindheit, dieses Mysterium aufzudecken. Ja. Das war es jetzt erstmal so die Hintergrundstory. Naja, weiter. Also so halb, also man könnte ja das jetzt ein bisschen ausdehnen, aber dann sollte man jetzt dazu sagen, dass wir hier wahrscheinlich auch spoilern. Naja, später dann halt zu der Meinung werden wahrscheinlich spoilern. Also, ja. Ja. Also, es kann zu Spoilern führen und falls ihr den Anime nicht geguckt habt oder eher gesagt, ihr euch nicht spoilern wollt, dann schaltet dann immer ab, wenn wir irgendwie über den Anime so enorm labern. Oh. Ja, das ist ja nämlich hier schon ein bisschen krasser. Zu den Return, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Ich würde das auch gerne machen. Ja, das wäre so eine Fähigkeit, das wäre so eine Fähigkeit, die ich richtig, richtig gerne in Real Life einfach haben würde. Auch wenn es sich so richtig wie der Messias hinstellen so hört, aber ich wäre das voll cool, einfach so ein kleiner Held zu sein, halt die Sachen, die man machen kann, so. Fände ich cool. Einfach versuchen, jemanden davon abzuhalten, jemanden umzubringen zum Beispiel. Das ist auch sehr cool, also wenn das zum Beispiel mal bei mir passieren so, würde. Naja, auch so Kleinigkeiten, finde ich halt cool. Mega lustig. Ja, Unfälle und ja. Zum Beispiel Autounfall, das kann man ja auch dann im besten Fall verhindern. Oder zumindest irgendwo, dass jemand zu Schaden kommt. Bis auf, ja. Okay. Na, was ist der nächste Punkt auf deiner hübschen Liste? Ich habe eine Nachricht bekommen in Proxa. Mein nächster Punkt in der Liste sind die Genres. Na okay, ich habe ja die Seite hier offen. Also als Genre hätten wir halt einmal Drama. Was halt schon irgendwie vorkommt, wie ich finde. Ja, das kommt auf jeden Fall drin vor. Mystery ist. Nein, wie gesagt, ist halt so eher fast so detektiv, so er muss halt, er muss halt aufdecken, was wer nun der Täter ist und so. Deswegen Mystery auf jeden Fall. Es hat mich ein bisschen an Detective Conan erinnert, nur dass es besser war. Zumindest fand ich es jetzt besser in den 13 Folgen, an 13 Folgen oder 12 Folgen. Ja, okay. In den 12 Folgen auf jeden Fall hat er sich gut geschlagen. Naja, auch, also Psychological halt, fand ich auch richtig geil, die Phasen, wo er dann fast so schon ähnlich wie Death Note so probiert hat, ihn so in seine Reserven zu locken und das war auch schon richtig cool irgendwie. Okay, Schule erklärt sich, wenn er wieder jetzt. Wenn er in der Vergangenheit ist. Ist halt klar. Dann hätte ich seinen. Was nochmal seinen? Das weiß ich leider nicht. Ich gucke immer kurz nach seinen. Ist eine Bezeichnung für Anime-Manga-Genre. Kann auch für die Beschreibung eines Sentai verwendet werden. Okay.
Okay. Also das war jetzt, glaube ich, nicht sehr so. Namen, dass sich an Männer im Alter von 18 bis ungefähr 30 richtet. Okay. Also, es werden Themen und Aspekte 16. im realen Leben bezeichnet, die die Altersgruppe interessieren. Okay. Mich hat es auf jeden Fall interessiert mit 16. Naja gut, also nur Männer würde ich nicht sagen, oder? Ich meine mal, Erased ist auch was für das weibliche Geschlecht. Die Freundin, die bei mir war, habe ich nämlich auch mal mit Erased geguckt und die fand es auch cool. Sie fand es ja, auch und Superpower ist auch klar wegen dem Return. In der Return ist auch cool. Vor allem dieser Schmetterling. Ja, der ist mir so beim ersten Mal gucken gar nicht aufgefallen. Und der hat ihn mal Ende gesehen. Das war krass. Ja. Aber beim ersten Mal gucken habe ich das mir nicht aufgefallen. Ich bin gespannt, ob er nach diesen ganzen Sachen noch einen Mythen machen kann. Ja, das hätte man vielleicht im Manga gesehen oder sowas, aber ich habe den Manga noch nicht gelesen, aber der ist auf Deutsch draußen, ja. Den kann man kaufen bei Tokyo Pop, soweit ich es weiß. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, ob das dann überhaupt noch machen kann. Was eigentlich möglich wäre. Ja. Und dann kann er zurück und einige Sachen mit Boma und so eine Scheiße fixen. Ja. Na gut, wäre halt eine Möglichkeit. Dann wäre er da vielleicht nicht drauf reingefallen. Alles wieder eine andere Sache. Ey, das ist wirklich krass, du musst mal überlegen. Ich meine, okay, jetzt spoiler ich halt. Es gab halt diese eine Sache mit, dass er halt wirklich einen Return erzwingen konnte. Normalerweise ist es nämlich so bei seinem Return, dass wenn er einmal verkackt, dann hat er wirklich verkackt. Aber er konnte es halt einmal machen. Ja. Und das wäre dann halt so eine Sache, eventuell kann er es ja noch einmal machen und sein ganzes Koma quasi vernichten. Und dann endlich mit Kaio zusammenkommen. Aber ich glaube, das würde die Folgenlänge von 13 Episoden 12. deutlich 12 deutlich nicht naja, machbar sein. Es ist halt das einfach so eine Spekulation. Weil rein theoretisch ist er ja dazu in der Lage. Ja. Aber wenn das zum Beispiel gemacht würde, dann könnte es vielleicht in 24 Episoden oder sowas sein. Das würde dann auch nochmal interessant sein. Hauptsache, er kommt mit Kaio zusammen. Kaio, ja, Hinatsuki. Hinatsuki. Na gut. Ja. Ah, finde ich sehr cool, die Charaktere. Haben wir jetzt sogar auf unserem Buch Charaktere? Aber naja. Ja, wir jetzt schon, okay. Ja, wirklich. Ich habe Wikipedia auf. Warte, ich sehe einfach dieses, wo ich gerade drin bin. Musst ein bisschen vergrößern mit Steuerung oder so. Ja. Können wir uns das so ein bisschen aufteilen? Okay. Ja. Fängt an. Ja. Ich, naja, als erstes ist hier Satoru dran, ja. Der ist ja einfach der Hauptcharakter der Story. Der natürlich hier versucht, das dann alles zu regeln. Ich finde, den Charakter ist eigentlich sehr cool, selbst als Kind, obwohl ich ihn als Kind sogar mehr feiere, als ich ihn als Erwachsener natürlich feiere. Keine Ahnung, wo. Naja, gut. Ist es bei dir auch so? Du könntest ja jetzt nur rein äußerlich gehen, denn als Kind ist er ja derselbe wie der Erwachsener. Die Gedanken bleiben halt gleich. Ja, aber manche Sachen spricht er halt aus, die er als Erwachsener nicht ausgesprochen hätte, ja? Ich habe es eher so empfunden, dass er Sachen, die er als Erwachsener denkt, ausspricht, obwohl es eigentlich gar nicht so zum Kind passt. Ja, auf jeden Fall, das passt auf jeden Fall nicht so. Okay, egal. Ich bin nicht gut in Charakteren beschreiben. Satoru, ich finde Satoru sehr geil. Satoru? Satoru. Satoru. Ihn wirklich sehr, sehr interessant, wie ich finde. Auch seine, seine erwachsene Darstellung fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe sogar diese Erwachsenen-Parts im Anime viel, viel mehr gemocht als eigentlich die Kindheitsparts an sich. Ja, bei mir ist es anders. Das fand ich viel, 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 viel cooler irgendwie. Ich glaube, ich mag mehr Kinder. Okay.
Pädophile. Ja, Satoru ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessant, wie ich finde. Mochte ihn. Ja. Ja. Dann halt unsere liebe Hinatsuki Kayo. Ja, ich mochte sie sehr, sehr, sehr doll alleine, weil sie am Anfang halt, keine Ahnung, sie wurde halt so misshandelt halt von ihrer Mutter und so, aber sie blieb irgendwie immer irgendwie kalt zu anderen gegenüber, finde ich. Das hat sie dann in den späteren Verlauf halt abgelegt, aber so war sie halt einfach irgendwie kalt, was ich irgendwie richtig cool fand. Naja, das Einzige, was ich nicht an ihr cool fand, ja, was sie in diesen 15 Jahren gemacht hat, dass sie nicht mit Satoru zusammen ist, ja. Ja, das ist vielleicht nicht eine andere Sache. Was denkst du über Kayo? Ja, das... Also, ich mag sie. Vor allem, weil halt Herr schüchtern ist und nicht so offen ist. Das ist schon mal ein bisschen mysteriöser. Und dann ist der Charakter eigentlich auch gleich schon viel, viel interessanter. Für mich zumindest. Für manche vielleicht nicht. Aber für mich ist er sehr interessanter Charakter. Zwar finde ich es schade, was am Ende passiert ist. Ich hätte es Satoru gegönnt. Ja, ist einfach so, ohne Scheiß. Aber naja. Aber da werden wir wahrscheinlich dann ja, später nochmal richtig viel drüber verlieren. Ja, ich fand Kayo auch auf jeden Fall ziemlich süß. Sie war ja auch ziemlich süß getrimmt, so. Ja. Ja, mir hat sie echt größtenteils wert getan, was mit ihrer Mutter da macht mit ihr. Also die Mutter war bis zum Ende absoluter Hasscharakter, selbst wo sie am Ende so quasi so ein Mind-Switch hatte, in Anführungszeichen, fand ich es absolut kacke. Also wo ihre Großmutter dann kam, nee, ihre Mutter dann kam und nö, ich habe sie bis zum Ende hingehasst. Ja gut, bisschen mitverstehen konnte ich die dann am Ende auch, aber... Naja, was willst du denn mit einer mitfühlen, die einfach ihre eigene Tochter misshandelt? Scheißegal, was einem widerfährt, aber ich könnte mir niemals vorstellen, meine eigene Tochter zu misshandeln. Ja, das ich auch nicht, aber... Naja, ich muss mal ganz kurz dazu sagen, in diesem Commentary hier, wir werden viel labern, glaube ich, oder zumindest wird live viel labern über die Charaktere, denn ich bin nicht so der Typ, der über Charaktere viel labert. Nur wenn ich eine offene Meinung habe. Zum Beispiel über Hamada. Wer ist Hamada eigentlich? Hamada ist eigentlich richtig unrelevant. Das ist dieser Typ, wo er dieses Schlittschuhrennen machen musste. Ich weiß gar nicht, warum er hier als Nebencharakter aufgelistet wird. Der war eigentlich richtig unrelevant. Auf jeden Fall. Ihr könnt ihr mal bei Live-Anime vorbeischauen. Oder... ist auf jeden Fall verlinkt oder habe ich schon am Anfang verlinkt oder sowas. Der macht nämlich jetzt auch so ein bisschen Anime-Videos und vor allem macht er auch längere Reviews, wo er dann ein bisschen dazu labert, wie ich halt hier in meinem Commentary ein bisschen länger über so ein Anime labere. Und wenn euch das nicht so gefällt, wenn wir die ganzen Charaktere durchgehen, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, dann mache ich das beim nächsten Anime nicht so. Na gut, wir müssen ja auch nicht alle. Ja, sein, dass ihr das nicht mehr. Nur die relevanten. Ja. Zum Beispiel die Mutter von Hinatsuki, die wir gerade gemacht haben. Und dann naja, ich. Ari aber Sachiko auf jeden Fall, also Kinsha. Die Mutter von Satoru. Auch wenn sie die eventuell ohne stand, aber. Achso. Fand ich auch. Doch, sie ist eigentlich sehr wichtig. Irgendwie, ich fand sie einfach nur von vorne bis hinten irgendwie cool. Sie hatte. Sie, ohne Scheiß, da kann man wirklich sagen, dass Satoru viel von seiner Mutter geerbt hat. Sie hatte genauso wie Satoru diese durchschauende Art. Sie wusste größtenteils, was Satoru eigentlich macht. Und Satoru hat sie dann natürlich auch als Hexe beschimpft, weil er selber einfach nicht wusste, wie sie dahinter gekommen ist. Und ich finde, sie ist eine so, so gute Mutter. Also, auch wenn sie alleinerziehend ist, aber ich finde es besser, kann man es eigentlich nicht machen. Außer eventuell eine Lippen-OP oder sonst. Ja gut. Alles ist ja nicht nur, ich glaube, es ist bei vielen älteren Leuten dabei, den Zeichnungsstil von dem Mangaka. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mädchen beziehungsweise eine Frau oder ein Mann gezeichnet hat. Ich denke aber durch den Stil vom Manga her, dass es glaube ich eher von einer weiblichen Person gezeichnet ist. Ich habe bis jetzt nur einmal kurz reingelesen.
Das sah irgendwie ein bisschen weiblich naja, aus, die aber. Lippen. Naja, aber die Lippen sein. Haben sie halt komplett Ach, keine verkackt. Ahnung. Das war ohne Scheiß, auch wenn es so komisch klingt, wie es ist, aber ich habe mir den, ich habe mal dieses Promo-Video angeguckt, diesen Trailer dazu zu Boko, ja, zu E-Waste halt. Und es hat mich wirklich größtenteils davon abgehalten, den Anime zu schauen, weil die so eine behinderten Lippen hatte. Ich dachte, ich komme die ganze Zeit nicht auf, auf sie klar, weil sie einfach so behinderte Lippen hat. Aber ich fand's im Anime selber dann beim Schauen gar nicht mal so, so schlimm. Aber am Anfang lässt man sich da irgendwie voll abschrecken, finde ich. Ich hab ja gleich von Anfang an, wo es in der Season draußen war, ich habe keinen Trailer oder irgendwas geguckt, habe gleich die erste Folge durch und dann jede Woche gewartet bis zur Folge 6, dann hatte ich keinen Bock mehr zu warten. Stimmt, du hast ihn ja noch angeguckt, während er noch voll in Veröffentlichung war. Aber ja. Aber ich bin kein Fan von Season-Anime, also schauen und sowas. Ich habe das bisher bei einem einzigen gemacht und das war bei Plastic Memories. Ja, ist auch ein Grund, warum ich eigentlich kein Anime aus der Season jetzt hier gucke oder wahrscheinlich auch in der nächsten Season werde ich davon auch keinen gucken. Naja, ist halt besser zu warten, bis irgendwie alle Folgen draußen sind, wie ich finde. Ich bin ja so ein Typ, der sich am besten gleich alles in eins durchzieht und nicht immer eine Woche wartet. Das ist schlimm, das fand ich bei Plastic Memories auch schlimm, so beim Gucken, weil der geil war. Gut, Hamada, uninteressant, die Mutter von Kaio. Die Mutter? Ja, man kann sich darüber streiten, aber eigentlich Eigentlich haben wir ja über sie schon irgendwie in direkt geredet. Naja, ein bisschen geäußert. Ja. Den haben wir dann noch. Airi auf jeden Fall, ne? Ja, Airi ist auch ein sehr, sehr wichtiger Charakter von der Story her. Aber was witzig ist, wieso war sie am Ende keine, sie war da keine Angestellte mehr von Dings. In dieser Pizza. Stimmt, da hast du recht. Pizzeria da. Wow. Warum? Warum eigentlich nicht? Er war ja im Koma, also könnte es eigentlich nur was damit zu tun haben, dass sie überhaupt erst Pizzalieferant geworden ist wegen ihm. Denn sonst hätte es überhaupt gar keinen Sinn. Ja, aber warum? Eigentlich. Warum ist sie auf einmal Reporterin geworden? Bilder mochte sie doch irgendwie, oder nicht? Keine Ahnung. Oder eventuell... Kann sein, Nee, das kann ja eigentlich... Doch. Stimmt, während ihrer wegen der Sache mit ihrem Vater da, dass sie sich halt so dachte, wenn ich Reporter werde, will ich keine Lügen verbreiten, will ich den Leuten erst glauben, auch wenn sie als Hauptverdächtige dargestellt werden. Ja, wahrscheinlich ist es das aus dem Grund geworden. Aber das ist wirklich irgendwie interessant, wenn man länger drüber nachdenkt, dass Airi eigentlich nur wegen ihm Pizzalieferant werden konnte. Denn wenn er nicht da ist, warum sollte sie dann keiner sein werden tun? Das war eigentlich meine Frage, die dann so am Ende aufgekommen ist bei der letzten Folge. Na gut, Airi ist halt eher so, ich finde eher, am Anfang war sie irgendwie so Zundere fast mäßig irgendwie. Also man weiß eigentlich, dass sie wirklich was für ihn empfindet, aber sie zeigt es irgendwie nicht und zeigt eigentlich am Anfang sogar eher wenig Interesse, wie ich finde, auch mit Absicht. Ja. Ich weiß gar nicht, die ist 16 oder 17? Ja, stimmt. Und der ist 29 oder so. Ziemlicher Altersunterschied. Aber ich finde, sie passen eigentlich schon fast zusammen. So. Habe ich mir auch so gedacht in den ersten zwei, drei Folgen. Zumindest sind es halt wirklich gute Freunde, aber ich bin halt immer noch Kaio x Satoru. Und nicht Kaio x, Kaio x Airi. Ja gut, ja. Ja, ich fand sie ja auch irgendwie ziemlich cool, allein wegen ihrer Vergangenheit. Wollen wir über die, unnötigen Kinder da sprechen. Also ich finde Kenjiya ist eigentlich also Kasu, noch Kasu ein wichtiger Charakter. In der Story. Aber Kenya ist auf jeden Fall wichtig. Aber er ist auf jeden Fall. Ja, er ist wirklich. Dafür, dass er noch ein Kind war, ja. Ich hatte ihn noch als Erwachsener. Hat er scharf reagiert. Cool, ey. Ohne Scheiß, Kenya hat mich so ein bisschen an mich selber erinnert, weil er guckt halt den anderen so zu, wie sie helfen und irgendwie geile Sachen machen und er will sich selber daran beteiligen, aber irgendwie
irgendwie ist er so ein Außenseiter, finde ich. Er hat zwar seine Freunde, aber in diesem Freundeskreis ist er irgendwie so ein Außenseiter, aber er probiert sich so irgendwie so mit reinzuklinken. Also ich finde Kenia wirklich irgendwie so richtig geil gemacht einfach. Ja, das erinnert mich auch manchmal an meinen Charakter ein bisschen. Also ich klinke mich auch einfach manchmal nicht so wirklich mit rein. Ich bin einfach nur dabei und gucke einfach nur zu. Einfach diesen Drang, wenn man einfach sieht, die so richtig geile Sachen machen, da will man einfach mitmachen irgendwie. Aber zum selber machen habe ich dann noch keinen Bock. Ja, Kenia ist cool. Aber warte, Aya war die, die auch entführt werden wollte, sollte, oder? Am Ende? Aya, wer war denn das? Ach so, Aya da, ja. Ich verstehe das nicht, warum sie das gemacht hat mit dem Geld. Ich verstehe das einfach nicht. Ach, Mann. So nee, kann das man sich war auch eine andere, machen. Das war ja, Aya war die, von nicht? Der anderen Schule. Misato meinst du? Aya so. Aya war, Misato, ja, Misato. Achso, das war die andere, genau, die auch entführt werden sollte und die dann mit Kazuo, also diesen etwas dicklicheren, zusammengekommen ist. Was ich auch nicht verstanden habe, warum die auf einmal zusammen sind. Vielleicht fand sie den Humor von ihm. Ist auch so scheißegal, Aya und Kazuo haben mich beide überhaupt nicht interessiert. Ich fand die eigentlich eher nervig, so wie Osamu fand ich eigentlich auch total unnötig, der hat überhaupt nichts gelabert. Und dann halt Hiromi, die hat auch immer nur geschrieben. irgendwas gesagt wie: Gehst ja ran, du gehst ja ran, du gehst ja echt nicht richtig ran. Ja. Hiromi. Hiromi, ja. Hiromi war ein Typen. Hä? Jeder dachte, das wäre ein Mädchen, aber es ist ein Typ. Was? Du erinnerst dich, am Ende, wo er im Krankenhaus war, dann war Kazuo und Hiromi da. Glaube ich zumindest, dass es so ist. What the fuck? Ich hab da gar nicht drauf geachtet. Ich habe gedacht, weil diese Hiromi hat doch am Ende gesagt, wo sie dann versucht haben, Hiromi, also sie sollte ja auch entführt werden, also er sollte besser gesagt entführt werden. Und Aya auch. Und dann hat er doch gesagt, eigentlich bin ich doch gar kein Mädchen. Aber das wusste der Entführer nicht. Okay, ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, dass es kein Mädchen ist. Ich auch nicht. Hat bestimmt auch so ein extra so Mädchen. Hiromi ist, glaube ich, ein Mädchen. Hört sich zumindest ziemlich weiblich an. Ja. Ja, sonst halt Yashiro, oder? Als letzter. Wollen wir nochmal über. Nee, das ist unnötig. Aber Misato hat schon gesprochen. Hast du gesagt, du fandest es unnötig mit diesem Geld oder so? Ja, das fand ich eigentlich sehr. Ich mag diese Charaktere nicht, die andere. Leute Ärger tun wollen und sowas, das ist einfach mein. Ich hab's auch irgendwie nicht verstanden, warum sie sie es machen lassen, also die Macher sie es machen lassen, irgendwie. Ja, weil sie halt Satoru die Liebe oder sowas wegnehmen wollte. War sie in Satoru verliebt? Weil sie sich, glaube ich, in ihn verliebt hat. Ich glaube ja. Also sie war eifersüchtig auf Hinatsuki, glaube ich. Das schon. Ja. Weil da sie auf einmal so viel Spaß hat mit ihren Freunden und sowas. Dann war sie halt allein. Ich fand sie aber ehrlich gesagt irgendwie uninteressant. Also sie hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Yashiro, wenn wir jetzt darüber sprechen, sollten wir auf jeden Fall sagen, das könnte Spoiler essen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr den. Auf jeden Fall. Also wenn ihr den Charakter nicht hören wollt und nicht den Hauptplot der Story zerstört haben wollt und den Anime noch gucken wollt, dann solltet ihr jetzt lieber die nächsten 2-3 Minuten überspringen. Gut, soll ich anfangen über Yashiro? Ich habe ziemlich viel über ihn zu sagen. Ja. Yashiro war sogar einer wirklich fast bis zum Ende einer meiner Lieblingscharaktere. Das geht mir auch so. Ja, ich fand ihn als Lehrer richtig nett. So cool. Ich konnte sogar bis zum Ende eigentlich fast mit ihm sympathisieren. Was ich bloß nicht verstanden habe, ist, warum er für die ganzen Sachen überhaupt diese Leute entführen wollte. Das habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht, aber ich habe die Theorie mit Fey Anime, Fey Sona, gemacht. Also ich habe die im Kopf vorgestellt, weil er irgendein komisches Wort gesagt hatte. Wusste ich irgendwoher, dass er das einfach ist? Irgendwoher. Ich habe die Theorie so aufgestellt. Naja, ich hatte halt weiß nicht, ob du das auch nachgedacht, hattest. das erste eventuell, aber ich bin alle durchgegangen. Ich bin sogar Satoru's Mutter durchgegangen. Also, ob sie es Du weißt gar nicht, wie ich zerstörte danach war, wo es meine Oder Theorie einfach ich gestimmt hat. Ich meine, es war eigentlich so ein geiler Charakter. Ich fand das wirklich richtig unnötig, warum er einfach... Keine Ahnung, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das alles gespielt hat. Denn irgendwie, ich finde sowas, so viel spielen kann man irgendwie gar nicht. Ja. Was wollte ich noch sagen? Aber ich bin dann auf der Theorie, dass Yashiro es halt sein könnte, irgendwie halt weggegangen. Weil warum zum Teufel sollte er das Jugendamt holen? Er hat ja das Jugendamt verständigt. Warum? Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat er Angst, dass irgendwie seine Mutter, also ihre Mutter, irgendwas macht. Naja, aber ihm muss... Was er dann nicht machen kann. Naja, schon, aber ihm muss ja klar sein. Und wegen Satoru hat er das jetzt gemacht, weil er Satoru ihn in den Fersen bekommen hat. Ja, schon, aber ich verstehe es bis zum Ende irgendwie nicht. Denn das hat ihn doch ins Ausgeschossen mit Kaio. Ihm muss ja klar gewesen sein, dass ja, das Jugendamt... Kaio dann wegnimmt. Ja, deswegen hat er sich dann auf Satoru konzentriert. Das hatte ich halt irgendwie komisch. Ja, ich fand es auch richtig kacke von ihm, dass er. Naja. Auf jeden Fall hätte ich es ihm nicht zugetraut, dass er das. Das von den Machern, dass macht. Sie ihn zu den Täter machen lassen, weil es war eigentlich überhaupt gar keine Begründung gewesen, warum er der Täter sein könnte. So gut wie fast gar nicht irgendwie. Ja. Es war zwar dieser Surprise-Moment da, aber rein logisch gesehen, finde ich, hätte vom Charakter her, hätte es gar nicht gepasst zu ihm. So haben sie halt einfach dieses billige Scheinspiel reingemacht, wo was es eigentlich auch zu hunderten Malen eigentlich gibt. Dass man erst denkt, dass der nett wäre und dann einfach ohne jeglichen Grund er dann böse ist. Ja. Shitaruri, also der Typ, der vor dem Return ja verdächtigt wurde und festgenommen wurde. Ja, schon irgendwie kleiner Pädophile. Also, naja, ich finde den Charakter eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich verstehe nicht, wie die Polizei auf ihn so scharf war. Die haben doch, Der hat aber irgendwie, keine Ahnung. Naja, Shiro hat ihm die Schuld in die Schuhe geschoben. Ja, er hat da seine Schuhe benutzt und so weiter. Ja. Ja. Aber ich fand, was ich auch noch krass fand, wo Yashiro in diesen komischen Bus reingegangen ist. Wo ich verstehe nicht, warum er da nicht reingegangen ist irgendwie. Hättest du das nicht gesehen gehabt, oder nicht? Glaube ich. Und wenn, dann war der vorher so, gefahren. Aber ich verstehe nicht, warum er da nicht reingegangen ist. Das war doch sein Hauptquartier so. Dass er einfach in diesem Art, Anführungsstrichen, Flur einfach seinen Rucksack dahin gelegt hat. Das habe ich nicht verstanden. Ja gut, vielleicht... Ich kann es auch verstehen, dass die anderen Kinder das nicht verstanden haben mit der Entführung, aber ich glaube, ich hätte jetzt auch ein bisschen nachgedacht darüber. Wenn ich klein gewesen wäre. Ich weiß gar nicht, in welchem Alter spielt Satoru ist 10. Satoru dann. Der wird dann am 1. März mit ihr zusammen 11. Ich hätte auf jeden Fall dann anders schon gedacht, weißt du? Ich weiß nur, wo ich hier als 10-Jähriger durch den Wald gelaufen bin. Das wusste ich natürlich alles. Naja, sie wusste ja, ich glaube, sie wusste ja eher, dass wenn er reinkommt, sie am Arsch ist. Ich glaube, sie wusste es ja. Bloß sie hat halt Lack gehabt, dass er nicht reingeht, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Warum? Vom Logik her, dass er da nicht reingeht. Naja. Aber was er dann gemacht hätte, das hätte ich mich jetzt auch gewundert. Er hätte sich bestimmt voll erschrocken. Glaubst du, er hätte sich erschrocken? Vielleicht wusste er. Sachen, die er macht, ist doch, glaube ich, nicht so leicht zu erschrecken. Er hätte sie halt locker einfach mitgenommen und misshandelt und getötet.
Was mich auch gewundert hat, warum die nicht vorher irgendwie in die Kisten reingeguckt haben. Haben sie doch. Die haben doch da diese Polybuckets oder sowas gefunden. Naja, aber. Ja, stimmt. Das ist mir schon zu lange her. Ich bin hier ein bisschen mehr up to date, was das angeht. Ich auch nicht, ich habe halt gestern einfach alles reingezogen. Ich habe von 19 bis, ich glaube, 1 Uhr oder so die ganze Zeit geguckt. Also die restlichen Folgen. Ich hatte ja nur bis Folge 4 geguckt oder so. Ich hatte ja Schule heute. Also die ersten 2 Stunden Auswahl. Deswegen wollte ich eigentlich mit den Namen. Ja, ich war halt Schule. Jo. Ja. Sonst wären wir eigentlich mit den Charakteren durch, oder? Ja, jetzt sind wir bei der Musik angelangt. Dann die Musik vom, sagen wir mal, Opening und Ending und auch die OST sind eigentlich schon sehr gut, geil, oder? Vor allem das Ending. Das Ending war so geil. Also ich habe das Ending, glaube ich, jedes Mal gehört. Nein, bei mir war es eher so, ich fand das Ending so richtig geil, das Opening auch, aber ich habe es geskippt, weil ich einfach ganz, ganz schnell wissen wollte, wie es weitergeht. Ich hab's nie geskippt. Gerade wegen dem Opening habe ich es nicht geskippt, weil ich das Opening einfach so episch finde. Und das Ending. Weiß gar nicht, ich habe nach dem Ending nicht weitergeguckt. Nee, geschlossen. Nee, kam da immer noch so eine Zusammenfassung für die nächsten Folge? Da passt ja schon teilweise auf. Es gibt Animes, da sind noch dann richtig story-relevante Sachen nach dem Ending. In der letzten Folge immer. So wie bei Bitum oder keine Ahnung was. Will man noch mehr auf eine nächste Staffel? Ja, in der letzte Folge gucke ich komplett immer ganz durch. Das ist bei mir einfach so. Aber es gibt halt Animes, die halt mittendrin einfach nach dem Ending so richtig story-relevante Sachen für die nächste Folge einfach nochmal haben. Verstehe ich immer nicht. Wieso machen die das? Wer guckt das Ending? Außer wenn man das in TV guckt, natürlich in Japan oder sowas. Das guckt man. Na, kann man ja nicht. So. Ja. Vielleicht schalten die um. Ich weiß nicht, wie das japanische TV aussieht. Ohne Scheiß. Werde ich spätestens in 2 Jahren merken. Also, ohne Scheiß. Ich glaube, wenn ich in Japan wäre, ich würde die ganze Zeit nur Werbung gucken. ich glaube, übernächstes Jahr bin ich 18, ja? Und dann fliege ich auch nach Japan. Dann komme ich mit. Dann Dungeon spare ich da drauf. Ja. Easy. Ja. Können wir ein bisschen zusammen rumlaufen, ein bisschen filmen. So jeden Tag so einen Vlog machen. Zumindest mache ich das. Ich fahre ja auch auf Abschlussfahrt und muss ich auch Kameramann spielen. Ja, und ich muss alles schneiden, alles machen. Und deswegen denke ich einfach mal, dass ich auch hier ein paar Vlogs auf meinen Gaming-Kanal mache oder auf meinen Anime-Kanal. Ja, gut, dann über die Musik halt, ne? Ja, aber über die Musik kann man halt nicht so viel sprechen, ne? Außer dass das Opening halt cool ist und das Naja, ich Ending. Kann ja eventuell mal kicken, ob wir die Band irgendwie von anderen Endings kennen. Also das Ending halt. Ich kenn... Ja, okay. Achso, also das Opening hat halt Asian Kung Fu Generation. Ja, Kung Fu Generation gemacht, ne? Ich weiß, aber ich auch nicht. Ich weiß echt nicht, was die sonst noch so gemacht haben, was anime-mäßig angeht. Ja. Muss man einfach mal googeln später oder sowas. Und halt dann nochmal kicken. Ja, wie fand das den Animationsstil? Was soll ich machen? Den Animationsstil, wie fandest du die Charaktere, wie die gestaltet sind? Nein, man muss das dazu sehen, man muss auch irgendwie immer Vergleiche haben, wie zum Beispiel Fate Zero, was halt erheblich früher auch rausgekommen ist, wie ich finde. Und dafür, dass es halt 2016, ich finde die neuen Animes eh allesamt hübsch, also beim Zeichenstil kann man da irgendwie gar nicht dran rummeckern, wie ich finde. Ich finde die allesamt irgendwie richtig hübsch, also Erased war auch generell richtig, richtig hübsch. Allein die Schmetterlinge, die da, dieser blaue Schmetterling, der mit diesen Partikeln da rumgeflogen ist, so, so schön. Und von den Animationen her, was soll man da rummeckern? Ist halt Anime-Standard, richtig geil einfach. Also, wenn man den Anime sucht, den einem wirklich wegkickt,
von Animation her, von Story auf jeden Fall her. Ich glaube, das wurde aus irgendeinem Buch übernommen. Na, vom Manga dann halt, oder nicht? Glaube ich. Habe ich mal gehört. Naja, aber der Manga wurde aus irgendeinem Buch gemacht, glaube ich. Zumindest denke ich das. Naja. Weil die meisten guten Anime wurden aus irgendwelchen Romanen oder sowas adaptiert. Naja, Kaio hat ja einen den ganzen geschrieben, ne? Nee, Satoru hat es geschrieben. Eventuell haben sie es, gab es den Typen ja wirklich. Der Mangaka. Er ist ja auch Mangaka, was mich auch total gefreut hat. Ja, das war irgendwie. Dass er Mangaka cool, wird. Das fand ich mega episch. Ich habe es im Detail auch nicht verstanden in der ersten Episode, warum er verkackt hat. Das war cool, dass er dann am Ende halt weitergelassen hat. Ja. Ja. Ich weiß, wie schwer es ist, in Japan einen eigenen Manga zu bekommen. Ja, ich habe Bakuman gelesen. Das ist schon schwerer. Und wenn man daran bedenkt, dass zum Beispiel Satoru dann Mangaka wird, das ist sehr cool. Vor allem hat er halt die Story wahrscheinlich aus, weiß gar nicht, handelt der Manga dann über sich selbst, glaube ich, oder? Oder so ähnlich. Na, wahrscheinlich, ja. Ich glaube, ja, weil halt das halt so cool war. Und den, wie heißen die? Die Reakteure, das einfach gefeiert haben. Weil vielleicht eine neue Idee war, halt das mit den Return. Es gibt zwar Zeitreisen-Anime, aber so viele, die wie ein Return ähneln, gibt's glaube ich nicht, oder? Und cool. Was haben wir so, was anderes als ganz normales Zeitreisen einfach? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, kann man noch was sagen. Waren eigentlich ursprünglich Animation und Zeichenskill, war? Ja, geil. Geil halt. Ja. Vom Manga her finde ich den Zeichenstil nicht so cool wie vom Anime her, aber man kann sich den Manga auf jeden Fall auch geben, glaube ich zumindest. Ich habe die ersten 2-3 Seiten gelesen und war einigermaßen noch zufrieden. Und zwar sehen die Charaktere ein bisschen anders aus, aber man kann erkennen, dass es hat. Manga liest man sich doch eigentlich irgendwie nur durch, dass man mehr von der Story erfahren will, was der Anime dann halt nicht umschließt oder nicht. Zumindest habe ich mir deswegen überhaupt bisher meine Manga, die ich habe, gekauft, weil ich mehr von der Story wissen wollte, als im Anime behandelt wurde. Ja, das ist ein Grund, warum ich mir auch in der Stadt, in der es mich nicht gibt, bestellen möchte. Ich bin gespannt, ob der Manga dann noch weitergeht. Kann ich dir ja sagen. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Bände bis jetzt draußen sind auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es überhaupt gibt. Ich auch nicht. Wo ich schon mal beim Manga bin. Es kann sein, dass ich in den nächsten Wochen ein paar mehr Videos auf diesem Zeichenkanal bringe, denn ja, ich arbeite gerade an meinem Manga und da zeichne ich extrem viel und da nehme ich vielleicht mal irgendwas mit auf und kann auch irgendwer damit zulabern. Die letzten 2 richtigen Videos waren ja eigentlich sogar auch mit Co-Moderatoren, soweit ich weiß. Das letzte richtige Video war das Wer bin ich? Und da war ja halt auch ein Co-Moderator dabei. Und jetzt bist du wieder dabei, live. Ja. Jetzt bist du jetzt mal dabei. Aber das. Hast du es zwar noch nicht auf meinen Anime-Kanal das geschafft? Ich bin nicht, dass wir beide gemacht haben, nicht hochladen. Das ist bei mir und gammelt darum. Ja. Ich habe gedacht, du hattest es aufgenommen. Aber du hättest es auch aufnehmen können. Ja. Okay. Ja, also, ja, es gibt einen Wer bin ich mit Tim. Okay, ja. Und mir, ja. Und, ja, das gammelt darum. Und jetzt habe ich nur einen einzigen Punkt aufgeschrieben und zwar unsere eigene Meinung zum Anime. Ich soll lachen. Komm, du laberst viel, viel mehr und gerne als ich. Ja, und du bist ein Let's Player. War einer. Und ich schreibe alles mit Skripts und kann mich eben nicht so auf Deutsch reduzieren. Ich habe heute einer unter meiner Top 10 Endings geschrieben, dass das bei The Way ein gutes Skript war. Ich habe komplett ungeskriptet. Da war überhaupt kein gutes Skript. Gutes Skript. Ja, gut. Na gut, ja. Was soll ich denn sagen?
Erased ist wirklich einer der Anime seit langem, die mich wirklich mal wieder am Ende, vor allem am Ende auch so richtig weggeflasht haben. Und ja, ich hatte irgendwie jede Folge Spannung hinter irgendwie. Ich fand einfach geil, ich wollte einfach wissen, wie diese Charaktere, also was Satoru vor allen Dingen als nächstes machen wird und so weiter. Was ich aber wirklich zu bemängeln habe, ist halt die Sache mit dem Lehrer, dass er überhaupt Dingensen geworden ist, also dieser Täter geworden ist, was ich halt absolut nicht verstanden habe, denn warum sollte er das Jugendamt holen? Und zweitens diese Sache mit Kayo und Satoru. Das hat mich so abgefuckt am Ende, dass, wo sie dann so ankamen und sagen, ja, by the way, ich hab ein Kind mit, weiß ich nicht, XY und ja, wie geht's dir überhaupt? Ohne Scheiß, Alter. Ganz ehrlich. Aber am liebsten in die Fresse. Ich war auch ein bisschen traurig, wo sie dann. Oder man hat irgendwie so ein, zumindest war es bei mir so, ich habe so einen Misch zwischen Hass und Trauer einfach empfunden. Am liebsten hätte ich sie ins Gesicht geboxt, aber auch irgendwie nicht. Ich verstehe es halt irgendwie nicht. Ja. Zumal ich es glaube so verstanden habe, dass sie halt mit diesem Mann, also wo man erst dachte, das wäre ein Mädchen zusammengekommen ist. Zumindest berichte ich mich ruhig, aber zumindest habe ich das so verstanden. Das war dieses Mädchen da, mit der sie zusammengekommen ist dann, oder was? Ich glaube schon. What the fuck? Ich weiß zwar nicht, ob es so war, aber ich glaube, dass sie am Ende gesagt hat, ich habe übrigens ein Kind mit, wie hieß er, Hinami oder so. Und das war dann, glaub ich, dieses, wo man erst dachte, das wäre ein Mädchen. Wenn sie mit einer XY, also es kann zwar auch sein, dass ich jetzt absolut einen Unfug rede, aber wenn es mit einer XY-Person passiert wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nicht so tiefen Hass für sie empfunden, als wenn es jetzt mit Hinami war. Oder Hitomi. Nee, Hitomi, keine Ahnung, Mann, wie er heißt. Meine Meinung ist fast dieselbe wie von Live. Ich habe mich in den Anime so doll verliebt. Ich war so oft psychisch zerstört von den Anime. Vor allem immer, wenn irgendwie mal wieder dieses offene Ende für jede Episode kam. Und das hat mich einfach immer zerstört gehabt. Immer die nächste Folge angucken und dann immer so eine Pause machen, wenn man zum Beispiel gerade schlafen geht oder sowas. Ja. Das fand ich immer so schlimm. Man will einfach wissen, wie es weitergeht. Und dann hat man noch Schule und man muss einfach noch den ganzen Schultag abwarten. Und dann kann man erst weitergucken. Ist, wenn du so kurz vorm Schlafen gehen dir einfach die Episoden im Rush gibst und dann halt fertig bist und dann musst du halt schlafen gehen, weil nächstes Mal Schule ist. Du denkst, du kannst fast nicht schlafen, denkst die ganze Zeit drüber nach. Und wenn das ein Anime ist, richtig schlimm. Irgendwie, dann weiß ich, dass er geil war. Das hat bis jetzt nicht kaum ein Anime geschafft. Das hat vielleicht Fullmetal Alchemist geschafft, wo ich 2 Wochen lang down war. Ja, ich war 2 Wochen lang down. Und ja, Erased war jetzt der Anime, der das ein bisschen wieder von Fullmetal Alchemist geschafft hat. Es war nicht das, was Fullmetal Alchemist normalerweise bei mir geschafft hätte, aber so ein ganz kleines bisschen. Und deswegen ist es ein guter verdienter Platz in meiner Top-Liste. Ja, bei mir so. Die nächstes Jahr, die irgendwann im Dezember kommt. Bei meiner Top-Liste ist ja auch, glaube ich, drin. Zwar nicht so hoch wahrscheinlich wie bei Tim, aber glaube locker irgendwie 6. bis 3. Platz oder so. Ja. Bei mir wird es dann so 2., 3. Platz sein. Mein erster Platz ist immer noch F-Mar. Bis jetzt hat es kein Anime geschafft, ihn zu übertoppen. Bis jetzt hat noch kein Anime geschafft, mich 2 Wochen down zu bekommen. Ja, das gucke ich mir nach Clannad. Absolut beste Anime. Ja. Aber es ist halt auch immer Geschmackssache. Ich mag halt so eine Sachen, die halt mehr um Moments auch gehen und die am Anfang
Ich liebe Worms halt am Anfang, also die am Ende halt so eher dramatisch werden und ins Traurige gehen, obwohl ich eigentlich lieber ein Happy End mag. Aber irgendwie alle guten Romance-Animes, die ich bisher geguckt hatte, hatten kein gutes Happy End. Und ich fand, dass das Ende von Erased auch kein Happy End, was die Romance angeht, war. Ja. Auf jeden Fall war es das jetzt, glaube ich. Eine Sache hat mich wirklich gestört, und zwar, dass sie nicht wirklich erklärt haben, warum er im Koma war. Du hast ja gesehen, dass er von dem Lehrer in dieses Auto da ertrunken ist, aber wie ist er denn wieder rausgekommen? Ja. Ich glaube, der Lehrer hat ihn befreit, weil er ihn ja nicht umbringen konnte. Aber never hat der Lehrer ihn befreit. Er wollte ihn doch umbringen. Doch. Nee, der hat sich dann ja so umgedreht und hingeguckt. Vielleicht hat er sich dann so den Entschluss gefasst, dass ich ihn retten muss, weißt du? Weil er ihn einfach nicht umbringen kann, weil er so wild drauf war, wie er einfach herausfinden konnte, was seine Opfer waren und alles, irgendwie. Weißt du? Stimmt, er wollte ihm ja auch am Ende auf und deswegen hat er doch töten, oder? Ja. Stimmt, da hast du recht. Ich war immer der Meinung, dass er ihn auf dem Dach auch töten mochte. Aber war ja gar nicht so eigentlich. Ja. Okay. Das war's jetzt, oder? Ich glaube schon. Guckt ihn euch an, falls ihr ihn noch nicht geguckt habt. Okay. Sehr, sehr schön. Rate mal, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Okay, nicht auf deine Tonspur gucken. Kann man das in OBS sehen? Okay, dann gucke ich nicht hin. Ja. Keine Ahnung, eventuell fast eine Stunde oder so. Wir labern gerade 48 Minuten. Zumindest laut meinem Aufnahmegerät von OBS. Meine Tonspur nimmt jetzt seit... Eigentlich müssten wir jetzt noch ein bisschen weiter labern. So bis zu einer Stunde oder so. Ja. Eigentlich schon, aber da mein letztes Video auch schon fast 50 Minuten lang ist, ich glaube, ich möchte meinem PC das nicht antun, nochmal 5 Stunden Video durchzurendern, obwohl mein PC gut ist. Ich muss dazu sagen, mein PC ist eigentlich wirklich sehr gut und eigentlich auch sehr schnell, aber meine Zeichenvideos, die rendern und rendern so übelst lange und ich weiß selber nicht mal, wie lange ich überhaupt Material habe, die ich hinterlegen kann. Ja, gut, du kannst ja, sofern du die findest, ja die einzelnen Folgen runterlegen. Ich möchte mir doch keinen Strike geben, ey. Du musst es halt ein bisschen tricky anstellen. Ich hab schwarze Ränder oder sowas einfügen. Ja. Aber bevor wir noch weiter irgendeine Scheiße labern, wir labern lieber jetzt erstmal privat Scheiße. Beenden wir die Aufnahme, glaube ich, eher, oder? Oder? Wir warten noch 5 Sekunden ab, dann haben wir 50 Minuten und dann, dann können wir beenden. Sekunden. Ja, es ist jetzt schon wirklich mehr. Falls euch dieses Zeichenvideo gefallen haben sollte und euch meine Zeichnung gefällt, das hoffe ich natürlich, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, wie eure Meinung zu Erased ist und was darum geht, ob ihr Erased geschaut habt. Oder ob ihr euch jetzt so gedacht habt, ich schaue mir jetzt Erased doch lieber nicht mehr an. Nee, aber weil er jetzt immer zu Tode gespoilert wurde. Oder? Erstens durch einen Lehrer, da hat er auch keinen Bock mehr drauf. Ja, dann weiß ich nicht sofort, wer der Täter ist. Ja, aber ich habe ja gesagt, dass wir hier Spoiler reinbauen und deswegen hoffe ich einfach mal, dass ihr uns das verzeiht. Aber ich hab's euch gesagt. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Und gleich hat es euch auch schon einmal gesagt. Ja. Mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer schaut mal auf meinen Anime-Kanal vorbei, auf meinen Instagram und auf meinen Facebook und auf meinen Twitter und auf meinen Snapchat. Ich hab nichts anderes als und auf Lives Kanal. Nö. Wirklich nicht? Wolltest du nicht Snapchat machen, mir irgendwelche Fragen stellen? Aber auf jeden Fall, bevor wir noch weiter irgendwelche sinnlosen Sachen labern. Und wenn ihr bei... Warte, ich möchte nur mal ganz kurz was sagen, dazwischen. Wenn ihr wollt, dass ich noch mehr mit dem Co-Moderator mache, dann schreibt es mir auch in die Kommentare.
Denn es kann sein, dass ich im späteren Verlauf noch ein paar Challenges oder sowas mache. Denn und nein, die habe ich nicht von Comic Welt oder Drawing Like a Sir. Comic Drawing 1418 irgendwas. Oh. Nein. Schäm dich, diese Behauptung aufzustellen. Ich habe die von... Aber ich habe die von Facebook, so, Schluss und Ende. Gleichzeitig. Haut rein, Leute, und ja. 3, 2, 1. Go. Haut rein, Leute, hey, und Mata.